Da hast du dann hier quasi so eine Touchscreen-Oberfläche noch drin. Ja. Wenn du jetzt ein grünes T-Shirt anhättest, dann wäre das Touchscreen. Touchscreen, aber ja. So ist Touch Black. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von den DAW-Verstehern. Endlich wieder hier im Recording-Blog-Kanal, ja. Öffentlich wieder auf dem großen Kanal. Wir sind wieder da. Hier, komm hier, schlag ein. Ja, da sind wir wieder. Und ich freue mich, dass ich endlich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den Golden Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Vielen Dank, dass ich hier im Storia Maastricht Studio sein darf. Jonas, total schön, dass du da bist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier auf dem... Da, wo alles begann, ja, endlich sind wir wieder. Einige haben es vielleicht schon mitgekriegt, beim letzten Mal schon wieder dabei gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich begrüße nicht nur einen fantastischen Menschen hier an meiner Seite heute, sondern auch jemanden, der das neueste YouTube-Feature entdeckt hat, nämlich, dass man Podcasts endlich auf dem großen Kanal landen kann und veröffentlichen kann. Deswegen sind wir back und ein großer Respekt, ein großes Dankeschön geht an meinen lieben Freund Jonas Wagner. Mercy, mercy, aber tatsächlich kann ich mir das ja nicht selber auf die Fahne, da muss erstmal drauf kommen, ne? Podcast ist ein Audiomedium, so ist es ja gestartet. Ne? Genau. Und es ist jetzt das neueste Feature auf einer Videoplattform, das nebenbei die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Weiß ja kaum einer. Ja, ne? Bei Spotify kann man ja auch Videos hochladen. Haben wir vorletzte Woche drüber gesprochen. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses neue Feature jetzt, nachdem ich den Kanal dann, also die DAW-Versteher umgezogen habe, dann wurde dieses erst released in Amerika, dann war nicht klar, was ist damit gemeint und so weiter und so fort. Und jetzt ist es tatsächlich so, es gibt das Podcast-Feature in YouTube, das heißt also auch, wenn du bei YouTube Music bist, gibt es den Reiter Podcast und da wirst du uns dann auch finden. Ah, okay. Mit anderen Worten, diese Folge wird jetzt noch parallel erscheinen auf dem DAW-Versteher-Kanal und auf dem Recording-Blog-Kanal und danach werden wir wieder exklusiv auf dem Recording-Blog-Kanal sein und den DAW-Versteher-Kanal werde ich wieder so langsam zurückfahren. Also den werden wir dann gemeinsam begraben. So quasi, das passt natürlich zu unserem Geburtstag, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, wir sind jetzt über ein Jahr online. Was? Ja, ich fühle mich auch ein bisschen älter. Ja? Also, ja. Also ich fühle mich nur ein bisschen reifer, wenn ich das sagen darf. Reifer? Aber, ja, ja, ab einem gewissen Alter wird man nicht mehr älter, glaube ich. Weißer vielleicht auch. Weißer, ja, auf jeden Fall. Wenn ich die Haare stehen lasse, dann, nein, mein Bart wird tatsächlich weiß. Das ist total spannend irgendwie, wenn ich also Bart stehen lasse, also das Gerumpel, was hier aus meinem Gesicht sprießt, jetzt tatsächlich weiß. Ich war ja extra, weil ich wusste, dass du heute kommst, war ich extra noch beim Barbier, beim Barber, damit der mich mal ein bisschen schick macht, ne, weil. Ja, wusstest du, dass ich dämliche Friseurnamen sammle? Habe ich das hier schon mal erzählt? Soll ich dir sagen, wie der Barber heißt? Ja, jetzt nur kurz, damit ich es vorher gesagt habe. Das ist ein Thema, was mich seit langem begleitet. Okay. Und wo ich immer wieder sammel. Also, wenn ihr beim Zuhören oder Zuschauen irgendwie die Idee habt, hey, ich habe schon mal einen bekloppten Friseurnamen gesehen. Es gibt nur eine Branche, die bekloppte Namen für ihre Läden wählt und das sind Friseure. Okay, zwei Sachen dazu. Also, machst du das aus Trotz, weil du keinen Friseur mehr brauchst? Weil ich so absurd finde. Weil ich so absolut absurd finde, weil in Münster gibt's den Friseurladen Kaiserschnitt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß nicht, ob beim Haare schneiden, ob man da so viel Zeit hat, drüber nachzudenken, sich Unfug einfallen zu lassen. Aber also okay, nichts gegen Friseure, ganz im Gegenteil, auch wenn ich euch nicht besuche. Aber dann ist es doch nicht so witzig. Also ich war gestern tatsächlich zum ersten Mal, ich war sonst immer beim Dorffriseur, gebe ich ja zu. Ja, das ist doch mal ein Name. Bei Uschi. Ja, nee, ich sag jetzt den Namen hier nicht in Häufig. Will auch niemanden da, egal. Ich war auf jeden Fall gestern mal, ich habe ein bisschen gegoogelt. Ja. Und tatsächlich gibt es hier in der Umgebung doch so ein paar richtige Barber. Also ich war jetzt einmal bei einem türkischen Barber tatsächlich. Wollte ich immer schon mal hin. Ja, das ist schon Jahre her, da war ich in Bayern bei einem Kumpel, Regensburg in der Ecke da unten unterwegs. Das war mega cool, das war jetzt so richtig dann mit diesem, wo die dann mit diesem, keine Ahnung, Draht, also so einem dünnen Metalldraht einem da die Haare so wegflexen und ja, mit Feuer wegflemmen und so weiter, genau. Das fand ich schon sehr spannend. gestern war ein bisschen weniger aufregend, aber trotzdem cool. Und zwar heißt es MacGuffin. Das ist hier in der Nähe, das ist Fehlen, heißt der Ort, oder Hochmoor, das ist so 20 Minuten von hier. Ja. Sehr, sehr gute Bewertung online gehabt, und ich gedacht, fährst mal hin. Habe ich mich mal schwer verliebt in Fehlen, aber das nur am Rande. Okay. Ja. Und habe ich gedacht, fährst du einfach mal hin und checkst das mal. Und genau, er hat sich erstmal sehr über,
über den Haarschnitt echauffiert, mit dem ich da angekommen bin. Ja, ja. Oder die Reste davon. Also für alle, letztes Mal gab es ja schon viele Kommentare, weil du gesagt hast, ich hätte die Haare so schön. Ne? Ich weiß, danke. Aber ja, habe ich gleich noch ein Stichwort zu, erinnere mich dran. Also. Okay. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, naja, wie wär's denn mal mit einem etwas maskulineren Haarschnitt? Was heißt das? Waren die Haare zu lang oder was? Ja, ich glaube, obwohl, es ging nicht ihm nur Frauen um die, haben lange Haare, das nee, möchte ich glaube, sagen. Es, ja. Ich glaube, es ging ihm irgendwie um die Form hier an den Seiten so. Und hat er das so ein bisschen erzählt und es war tatsächlich einer der Punkte, wo ich nie so richtig zufrieden war. Ich bin ja auch ein. Was heißt denn maskulin? Ja, ich glaube, es geht darum, die Kopfform mehr erkennbar zu haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht hört uns ja auch der eine oder andere gelehrte Friseur zu. Ansonsten werde ich den Kollegen vielleicht einfach nächstes Mal auch fragen, was er damit meinte. Ich wollte jetzt nicht so viele. Weißt du, wenn man zum ersten Mal da ist, dann wird es natürlich auch ein bisschen selbstsicher. Ist ja klar, maskuliner, mach mal. Ist doch klar. Ich frage einfach mal, bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, super. Ja. Super, super nette Dudes da auf jeden Fall. Richtig geiler Laden. Alles voll mit Metallschildern, weißt du, diese Werbeschilder American aus den 50ern Style, so, genau, ne? Und Postkarten und so eine uralte Abo. Diese Frau aus dem Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, die den Arm hochhält, weil die Frauen genau. Ja damals die Rüstung hochgehalten und so alte Apothekerschränke, so alte Ledercouch und richtig cool, gute, interessante Gespräche so geführt und hat einen guten Job gemacht, auf jeden Fall. Und hat mir auf jeden Fall mal wieder gezeigt, das ist ja auch ein Thema, habe ich mal vor Jahren in einem Businessbuch gelesen. Es kommt wieder, ja, so im Business, kommt so ein Business-Spruch wieder. Wenn du selber ein Experte sein willst, dann arbeite auch mit anderen Experten zusammen. Und das stimmt tatsächlich. Total. Es ist ein unheimlich... Deswegen sitze ich ja hier. Ja, genau. Ich meine, es ist immer so ein doofes Wort, befriedigend. Aber es ist ein befriedigendes Gefühl, wenn du jetzt aus so einem Laden rauskommst, wo jemand, der sitzt, der macht den ganzen Tag nichts anderes, außer Männerhaarschnitte. Ja. Also für Männer eben Frisuren und halt Bärte irgendwie zu trimmen und zu machen und zu stylen und zu pflegen. Ich bin da gestern rausgekommen, ich habe mich gefühlt, als könnte ich die Welt erobern. klingt jetzt doof, ne? Aber kommst mit einem super guten Gefühl da raus irgendwie. Okay, kostet vielleicht dann irgendwie einen Zehner mehr oder 5 Euro mehr als, ich sag jetzt mal, beim klassischen Friseur um die Ecke. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Friseurbesuch heutzutage kostet für Männer. Sei froh, dass du das nicht weißt. Also, verrätst du mir gleich mal, weil dann kann ich in meinem Businessplan mal ausrechnen, was ich in den letzten 25 Jahren gespart habe. Hast du gespart? Naja, auf jeden Fall war das mal wieder ein interessantes Zeichen. Oder einfach zu wissen, okay, wenn du halt irgendwas Besonderes haben möchtest oder wenn du dich gut fühlen willst, dann muss es auch mal 5 Euro oder kannst auch mal 5 Euro mehr kosten. Ja, dafür bekommst du halt ein mega zufriedenstellendes Ergebnis, fühlt sich besser, fühlt sich gut irgendwie. Und ich glaube, so geht es eben auch ganz, ganz vielen Leuten auch in der Musik-Audio-Welt so, ne, wenn du einmal. Definitiv. Ein Ergebnis in der Hand hast, wo du irgendwie, womit auch immer, ob das ein Vocal Recording ist oder Playback-Produktion, weiß ich nicht, oder ein Mix oder ein Master. Ja. Das ist schon ein cooles Gefühl. Also muss ich sagen. Ja, vor allem, wenn du es, klar, in unserem Bereich natürlich auch, also zumindest im Recording-Blog-Bereich, wenn du es dann auch selbst gemacht hast, natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Aber deswegen, das ist ja einer der Gründe, weswegen wir im Recording-Blog-Premium-Bereich auch zusammenhocken, weil da nämlich auch alles Gleichgesinnte sind. Ne? Das heißt, wenn wir zum Beispiel, ist jetzt am Freitag gerade gewesen, die Mixbar, wenn wir uns dann treffen einmal im Monat und online sind, dann quatschen wir nur über dieses Nerdzeug, wo unsere Frauen, wo unsere Kinder null Interesse, also mein Sohn vielleicht, aber da kann man einfach mal so, ne, hängen lassen, raushauen, was einen beschäftigt, irgendwie so unter Homies irgendwie noch und umgibt sich einfach mit Leuten, die entweder die gleichen Probleme haben oder sogar Lösungen für die eigenen Probleme haben und so weiter. Und während ich am Anfang bei der Mixbar noch häufig den Moderator gemacht habe, ist es jetzt, dass die Gespräche mehr und mehr laufen einfach, dass ich einfach nur noch dabei sitze und das finde ich ganz, ganz groß, eine super Truppe. Ja, ist ja auch so ein Spruch irgendwie, umgib dich mit den Leuten, also du bist ein Spiegelbild dessen, mit wem du dich so umgibst oder wie auch immer dieser Spruch genau geht, ne? Aber es ist ja auch so, also wenn man immer mit Leuten zu tun hat, die irgendwie miesmuscheln sind und mies gelaunt sind und irgendwie alles immer das Negative sehen und das Glas ist halb leer, ich glaube, dann ist es auch schwer, irgendwie ein zufriedener, glücklicher Dude so zu sein, ne? Sondern wenn du dich halt mit Leuten umgibst, die positiv sind, die Bock haben auf Neues oder
keine Ahnung, auch über Dinge zu sprechen, so wie wir das ja sehr erfolgreich seit 28 Folgen. Ja, heute die 29. Sagen, aber ich meine, ich bin immer schon neugierig gewesen. Weißt du, das ist so eine der Sachen, also nicht nischierig, wie man hier so sagt, wo man so hinter Kulissen guckt und von Leuten Geheimnisse rauskriegt, sondern einfach neugierig auf neue Dinge. Wie heißt das? Nischierig. Nischierig, habe ich nicht gehört. Noch nicht gehört? Nee. Also vielleicht gibt es das auch nur in Coesfeld, wo ich aufgewachsen bin, aber wenn so nischierig. In Holtwig heißt das ganz normal sein. Ah, okay. Weil auf dem Dorf ist man... ist man auf jeden Fall, weiß man alles. Ja, also da muss man schon immer wissen, was der Nachbar macht. Dazu muss ich erwähnen, ich lese gerade ein Buch, ich lese Krieg und Frieden, jetzt schon seit etwas längerem, ist ein etwas dickerer Schwarten und da man auf einem Kindle nicht erkennen kann, wie weit man im Buch schon durch ist, also da steht zwar eine Prozentzahl, aber irgendwie ist ein Buch gefühlt besser, wenn man es aufklappt und weiß, okay, also ich lese es auf dem Kindle. Und was da tatsächlich in dieser russischen Adelsgesellschaft oder vermeintlich reichen Gesellschaft Anfang des 19. Jahrhunderts da stattgefunden, das ist auch an Intrige und allem überhaupt nicht zu überbieten. Es ist unfassbar, mal davon ab, dass du mit 735 Namen zugeballert wirst. Nee. Aber spannendes Buch auf jeden Fall. Aber du hast gerade gesagt, Haare schön. Ich möchte mal kurz hier, ich greife für die Leute, die uns zuschauen, mal kurz zu meinem Handy, denn ich habe ja vorletzte Woche versprochen, dass wir eine Tasse verlosen hier an Leute, die in den Kommentar drunter schreiben. Hier ist die DAW-Versteher-Tasse, die ich bereitgestellt habe. Das ist sogar schon die neue, Leute. Ne? Das ist die neue. Mit Baby Blue. Genau, die Baby Blue, quasi die Baby Blue Edition, möchte ich fast sagen. Yeah. Und ich habe versprochen, dass ich sie verlose. Ich habe heute Morgen dann den Gewinner gezogen, den oder die Gewinnerin wollte ich ziehen und habe Jan Meyer gezogen. Und Jan Meyer hat geschrieben, ihr habt beide die Haare schön. War wieder eine tolle Folge. Würde gerne den Kaffee meiner Namensvetterin probieren. Also Frau Meier. Ah, weil Frau Meiers Mischung. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Jan. Du hast die Tasse. Jan Meier. Genau, du hast die Tasse gewonnen. Schreib mir kurz eine Mail an info@drw-versteher.de und dann schicke ich dir die Tasse auf jeden Fall zu. Dann können wir demnächst zumindest aus dem ähnlichen Gefäß unseren Kaffee genießen. Und mal gucken. Das nächste Mal, wenn ich verlose, dann haue ich dann auch noch eine Tüte Frau Meier dazu. Dann, aber das ist erst bei der nächsten Verlosung. Ne? Das ist wahrscheinlich dann zum nächsten Geburtstag. Dann mache ich auf jeden Fall mit. Definitiv. Apropos Konsum. Du hast ja neulich erzählt, dass das hier gegenüber in der Nähe, dass hier die Dammus-Werkstatt ist. Ich hätte gerade gesagt, Bratwurst-Braterei. Aber es geht um Bratwurst. Und du hast ja darauf hingewiesen, dass der Gyros-Griller so gut sein soll. Natürlich. Wochenlang war der ausverkauft. Ich schätze mal, nach unserer Folge sind alle losgelaufen und haben in meinem Umkreis den Gyros-Griller weggemacht. Ich hatte hier direkt den Geschäftsführer am Telefon. Was ist denn da in Wolbeck? Gibt es keinen Gyros-Griller mehr? So. Ja, der kommt ja einmal die Woche und schüttet das ganze Geld bei mir vor die Tür, ne, weil ich ja so viel Werbung mache. Ach so, hast du keinen Keller? Nee, leider nicht. Der ist halt dran. Der ist voll, ne? Naja, auf jeden Fall bin ich dann doch nach Wochen in der Lage gewesen, jetzt endlich mal einen Gyros-Griller zu kaufen und hatte den dann auf dem Grill und muss sagen, ja, Respekt, Herr Schlüter. Sehr tasty, sehr geschmackvoll, ein bisschen intensiver als der Meister-Griller, aber auf jeden Fall extrem lecker. Kann man mal machen, ne? Ja, kann man so auf jeden Fall mal machen. Als Abwechslung. Also Gruß an Dammus, falls ihr uns hier zusehen oder hören solltet. Meister Griller ist die Nummer eins, für mich die Nummer eins, aber der Gyros Griller ist kurz dahinter. Vor allem eine Bratwurst, die man tatsächlich sehr, 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 sehr gut mit Tzatziki essen kann. Tzatziki ist ja ein gutes Stichwort. Oh! Ich wollte es euch ja eigentlich ersparen. Habe ich schon über Griechenland gesprochen? Nee, will ich gar nicht. Vielleicht tue ich am Schluss nochmal ein kleines Liedchen kund, weil ich bereite mich gerade auf meinen Sommerurlaub vor. Und das so macht. Ja, man lernt also die Lieder der Heimat der Leute, die man besucht im Urlaub. Und da ich ja nun mal, wie einige Leute wissen, vielleicht nach Griechenland fahre, habe ich mir ein griechisches Liedchen drauf geschafft. Bin gerade dabei, das zu lernen. Und es ist für mich immer ein bisschen schwierig, mir die Wörter zu merken, aber ich lerne ja auch die Sprache darüber. Mhm. Und dann das aber mit der Musik und mit der Phrasierung, die dann da drin haben, ist schon echt spannend, weil die ja immer so Schnörkel drin haben, die wahrscheinlich mit der Muttermilch aufsaugen. Und das hat der Westeuropäer aus Norddeutschland, aus Münsterland, der hat das nicht so dringend aber, drin. Aber es ist ja, das griechischste Lied ist doch der Sitaki, oder? Der Sitaki? Ja, das ist doch das der griechische Song. Du meinst ist, glaube ich, damals geschrieben worden, wenn ich mich recht entsinne, für den
hieß der Film Alexis Sorbas? Nee, doch, Alexis Sorbas, der alte Grieche oder so ähnlich, hieß der Film auf jeden Fall, gespielt von Anthony Quinn. Und es kam die Szene, wo halt Anthony Quinn den klassischen griechischen Tanz tanzen soll. Und das, wer den mal gesehen hat, ich habe letztes Jahr bei einer Veranstaltung der Griechen auf meiner Lieblingsinsel daneben gestanden und habe wirklich original eine halbe Stunde gebraucht, bis ich verstanden habe, wann welcher Schritt kommt. Also beim Zusehen. Selber tanzen können hätte ich das nicht. Und beim alten Griechen war es so, dass Anthony Quinn anscheinend auch sich nicht merken konnte, wann welcher kommt. Also haben sie, kann ich nachvollziehen, haben sie den Sirtaki quasi für den Film erfunden. Ach so. So, das heißt, der tanzt hier, man umarmt sich und dann macht man zwei Schritte links, zwei rechts und Beinchen hoch und so weiter. Der ist in der komplizierteren Form natürlich in der griechischen Kultur verankert. Und wie gesagt, die tanzen den aus dem FF. Nicht alle, aber die meisten. Also ist quasi eine Hollywood-Erfindung. Ist eine Erfindung aus Hollywood, genau wie der Song übrigens auch. Ja, also Sorbas Dance ist eine Erfindung, die, wann kam der Film, vor 40 Jahren oder so, kam der raus. Keine Ahnung. Seitdem gibt es dieses Lied. Kann ich nicht mitreden. Aber das Lied, was ich dann lese, es geht um zwei Matrosen, die in einer Sacharopolio oder so ähnlich in einer Konditorei sitzen draußen unter der Markise und sehen ein hübsches Mädchen vorbeigehen und quatschen die an. So, also was man so Anfang der 80er gemacht hat, der Song ist so alt und so weiter. Mhm. Und dann geht es halt darum, in dem Text heißt es dann, sie haben ihre Angel ausgeworfen, mögen sie Griechenland, junge Frau, was machen sie heute Abend? Und dann am Schluss kommt dann die vierte Zeile ist dann, do you like Mademoiselle de Gris? Do you like Mademoiselle die Gries, also Griechenland, da spricht Mama also jemand Griechenland, Englisch, do you like, da spricht jemand Englisch, der kein Englisch kann irgendwie. Und in Strophe 2 noch viel lustiger, also wie gesagt, ein altes Lied, in Strophe 2 sagt er, do you like Fräulein die Gries. Oh. Im Prinzip erstmal nice, dass sie das so machen irgendwie, aber wenn du das in griechischen Buchstaben lesen musst, dann wirst du wahnsinnig. Also das nur am Rande, vielleicht singe ich das am Schlüssel noch oder okay, vielleicht schieben wir es auf die nächste Folge so. Lass uns das mal folgendermaßen machen. wenn ihr das jetzt bei YouTube hört, / seht, dann gibt es ja eine Kommentarfunktion. Und es gibt ja immer diese Kommentarfunktion mit Timecode. Ja. Ne? Also wenn ihr Jonas, das ist jetzt ein Sozialexperiment, wenn ihr Jonas dieses griechische Lied singen hören wollt, ich meine, ihr könnt es nicht beeinflussen, weil es findet gleich entweder statt oder nicht. Ja. Aber mich würde interessieren, wärt ihr daran interessiert gewesen, falls es nicht stattfinden sollte, oder seid ihr wirklich daran interessiert, weil es gleich auch stattfindet? Jetzt bitte, ich sehe hier unseren Timecode, also jetzt Timecode bitte, schreiben und bitte Interesse jetzt oder kein Interesse. Schreiben. Okay. Ja, bitte singen oder sing nicht. Entschuldigung. Apropos jetzt Hollywood. Häng ich am Haken. Tatsächlich. Ja. Und zwar gab es ja, ich hoffe, dass meine Geografiekenntnisse dafür jetzt, dass da jetzt nicht komplett den Salat rausdrehen. Ich bin ganz raus. Aber diese sogenannte NAM. Die NAM-Show, ja. Die NAM, genau, wie der Norddeutsche sagt, die NAM-Show. Wofür steht denn NAM eigentlich? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber ich werde das vermutlich googeln. Muss ich wahrscheinlich gar nicht, weil irgendjemand genau in dieser Schlaues Sekunde schreibt es gerade drunter. Schon drunter schreibt, was es heißt. Ja, ja, weil die während des Zuhörens ja googeln können. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe gesagt, wir brauchen hier einen Assistenten, der immer, wenn wir über ein Thema sprechen, immer schnell so, irgendwie googelt so und uns dann hier auf so flüstert oder so, genau. Ja, oder auf dem Teleprompter eben so ein paar Stichworte schreibt. Das ist dann der DAW-Versteher-Flüsterer. Der DAW-Versteher-Versteher. Ah, ja, genau. Verständlichmacher. Auf jeden Fall war ja die NAM-Show 2023, ist ja so eins der größten. Hast du was mitbekommen? Audio-Events. Also tatsächlich wenig. Ich habe eine Sache mitbekommen, weil ich bin ja großer Amphion-Fan. Ich habe ja Amphion-Lautsprecher. Ja, Amphion-Boxen, genau. Genau, und Amphion bringt jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Drei-Wege-Lautsprecher, also so wie deine Neumann K310. Achso, in einem Gehäuse meinst du? Genau. Okay. K310 ist ja ein Drei-Wege-Lautsprecher, genau. Bass, Mitteltöner, Hochtöner. Ja. Und das machen die auch. Und das ist tatsächlich, wenn du die M4-Lautsprecher ja kennst, wo wir jetzt vorsitzen, du hast ja einmal den ganz normalen Mitteltöner und den Hochtöner, dieser spezielle mit dieser weißen Kalotte. Genau. Ne? Der ist auf der einen Seite. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite quasi wie ein Subwoofer, also das, was du hier bei mir in den Bassteilen sozusagen siehst. Ja, genau.
Sieht sehr interessant aus, ist auch komplett abgeschirmt. Ist das klein? Wenn du, der ist nicht so groß, also der ist so wie die 310er, würde ich sagen. Und interessanterweise haben die das auf der NAMM gezeigt mit einem Acrylglasdeckel. Mhm. Das heißt, du konntest reinschauen. Und was ich da interessant fand, dass du halt auf der einen Seite den Subwoofer hast und der Subwoofer ist aber richtig hinten mit einem Brett richtig getrennt. Ja, damit er seine eigene Kammer hat. Ja, vielleicht ganz interessantes Design. Mhm. Ich habe jetzt nur so ein paar Kommentare gelesen online, weil viele das tatsächlich, weil das wohl auch um den 1. April rum angekündigt wurde, hatten das viele für einen April-Scherz gehalten. Für einen Gag gehalten, nämlich. Aber muss wohl tatsächlich sehr interessant klingen. Ich habe mich nur ehrlich gesagt erschrocken. Es gibt die Möglichkeit, was auch neu ist für M4n, aktiv, also dass die Endstufe mit hinten mit reingebaut ist. Ja, das ist, das entspricht aber auch dem Trend, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Und ich glaube, mit dieser Endstufe kostet das Pärchen dann 15.000. Immer noch. Ne? Was 15.000? Was natürlich, das sind natürlich in der Range auch von diesen großen Fokalboxen, die man überall sieht. Ne? Ja, ich meine, das System, was ich jetzt hier habe, kriegst du mittlerweile auch nicht mehr für 15.000. Ne? Nee. Also ich habe ja schon so viel, das ist ja, ich habe es ja gebraucht bekommen, ja, ne? Ja. Ich glaube, wenn Glück du gehabt wenn, damals, ja, super Glück gehabt, ja. wenn du das jetzt vergleichbar kaufst, es ist ja die Bässe oder diese Bass Extensions, ja, die ja. das ja ist ja weiterentwickelt. Boah, mit den Endstufen bist du noch mal ganz deutlich drüber. Naja, auf jeden Fall, ich fand es einfach nur interessant. Fantastisch. Ich darf es noch mal hier erwähnen. Absolut. Es macht einen Riesenspaß, hier Musik zu hören. Es ist eine Wonne, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Aber ich fand es interessant, dass die halt auch diesen etwas kompakteren, aber trotzdem dann Full-Range-Gedanken weitergeführt haben. Also, dass du, viele Leute sind ja auch erstmal prinzipiell abgeschreckt, wenn sie das Wort Subwoofer oder Bass-Extension hören. Ja. So, ne? Ist ja nichts Schlimmes. Ist ja auch je nach Größe des Raums schon ein bisschen schwierig zu betrachten, so eine riesen Pappe da reinzustellen. Also ich habe ja zum Beispiel ganz bewusst bei mir zu Hause nichts mit Bassreflex genommen, weil ich gedacht habe, geschlossene Systeme sind kontrollierter in so einem kleinen Raum wie meinem. Absolut. Das war ja hier auch das ganz große Thema, als das Neumann-System hier rausgeflogen ist und die reingekommen sind. Und ich hier mit Markus Bertram MB-Akustik 4 Stunden durch den Raum gerobbt bin, irgendwie, um die perfekten Punkte für Abhöre, für wo stehen die Lautsprecher, was steht zwischen den Lautsprechern. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das habe ich mitbekommen. Und was ich mitbekommen habe, was ich mega interessant fand, Icon Pro Audio heißt ja die Firma. Ich weiß nicht, kennst du die? Machen so DAW-Controller. Also wo du dann so 8 Fader sieht vor aus wie dir hast. Oder was? Ja, genau, was dann so ein bisschen wie so ein Mischpult aussieht. Ich hatte das tatsächlich zu meiner Mixing-Zeit, hatte ich 2 Units davon, also 16 Fader plus Master-Fader. Ja. Hatte ich auf dem Tisch stehen. Und ist das cool? Ich hab ehrlich gesagt noch nie mit solchen Dingern gearbeitet. Cool, aber damals für mich nicht ausgereift. Ja. Das System war nicht ausgereift. Klar, die Fader, okay, aber da waren ja auch noch so Drehknöpfe dran und du hattest oben auch eine LED-Anzeige und so. Es hat aber irgendwie nicht so richtig cool funktioniert. Und jetzt habe ich gesehen, bei der NAMM dieses Jahr haben die neue Controller jetzt rausgebracht mit Touchscreen und auch mit so einer richtig geilen, wie nennt man das? Also Pegelanzeige, wo das dann so nach oben weggeht. Sieht fast so aus wie so Meter Bridge, genau, wie so eine Mischung aus diesen neuen digitalen SSL-Konsolen und diesen ganz, also und den Witzig, dass das wieder erfunden wird, ne? Das für den Mensch, also dass wir in die Box gegangen sind. Mhm. Für unseren kompletten Total Recall und dass der Mensch dann aber trotzdem wieder so ein haptisches Gerät braucht, um dann doch wieder. Ich habe mal ganz am Anfang, vor vielen Jahren schon, habe ich von PreSonus diesen Faderport, oder wie der heißt, gehabt und fand den eigentlich ganz cool, weil du dann einfach, wenn du mal die Lautstärke von einem Bass oder von einer Bassdrum oder sonst was irgendwie einstellen willst, dass du einfach so, du hast die Finger auf dem Faderport und kannst dann einfach die Augen zumachen und kannst dann einfach schieben, so wie es lustig ist. Ohne aber zu dann, sehen, ohne zu schauen. Ja. Also eben zu hören und eben nicht nach Auge zu regeln und so weiter. Und dann hat es mich aber relativ zügig abgenervt, weil wenn du schnell zwischen einzelnen Kanalzügen hin und her springst, dann macht er dir die ganze Zeit und das hat mich zur Weißglut gebracht, irgendwie, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, alles klar, das ist glaube ich nicht mein System. Ich habe ja ich habe einen Selbstbau-Mac zu Hause, habe dann auch so eine Touch-Maus von Apple dabei und die hat oben
ist sie empfindlich, touchempfindlich. Die hat also kein Scrollrad, sondern die Oberfläche selber ist empfindlich. Die kannst du im Prinzip benutzen wie ein iPad, mehr oder weniger so. Ne? Und das Coole ist halt, dass wenn ich mit der Maus dann über so einen Fader drüber gehe, dann kann ich quasi über die Maus drüber streichen, als wenn ich einen Fader unter der Hand habe. Ist natürlich jetzt nicht dieses physische Erlebnis, einen Fader in echten zu bewegen, aber zumindest kann man da auch die Augen zumachen und dann einen Fader schieben, mehr oder weniger. Aber ich habe halt im Moment noch so ein indifferentes Verhältnis zu Bedienoberflächen dadurch, weil wenn ich zum Beispiel hier von, da gibt es doch diesen für SSL-Plugins. Genau, was wie so ein SSL-Channel-Strip dann ist quasi. Ja genau, ja. Da kann ich ja zum Beispiel nachvollziehen, okay, alles klar, wenn ich jetzt mit Channel-Strips arbeite, dann ist jeder Knopf sauber zugewiesen und dann habe ich auch, dann kann ich da auch ohne hinzugucken sofort erwische ich den Low-Cut und so weiter. Sieht ja genauso aus wie die Hardware. Absolut. Jeder Knopf ist ja richtig benannt. Ja gut, ist jetzt nicht wie bei der SSL am Streifen von oben nach unten, aber ist alles nebenher, aber passt. Ne? Ja. Aber wenn ich dann überlege, ich kann ja darüber, oder kann ich, weiß ich nicht, ich habe es ja nicht ausprobiert, kann ich denn darüber auch andere Plugins steuern, weil wenn der Regler gerade noch Low-Cut beim SSL gewesen ist und jetzt irgendwie Threshold beim Kompressor oder jetzt als nächstes macht er die Ratio für den Kompressor. Der Knopf ist hier jedes Mal anders belegt irgendwie. Da müsste ich mir, wenn ich jetzt die Universal Audio Plugins zum Beispiel nehme, der 1176 hat andere Knöpfe als, was weiß ich, das Oceanway Reverb zum Beispiel irgendwie. Das würde ich aber auch gerne über Drehknöpfe steuern. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich mal mit diesem Mapping auseinandersetzen. Vielleicht können ja die Zuschauer und Hörer auch mal unten reinschreiben, mit welchen Oberflächen ihr arbeitet, weil ehrlich gesagt, ich bin echt bekennender Mausschubser. Da lasse ich echt nichts drauf kommen und sehe aber schon den Vorteil, wenn man echt haptischen Fader unter der Hand hat. Nur wenn ich so 70 Kanäle habe und ich habe 16 Fader vor mir, wie funktioniert das irgendwie? Wie bei einem Digitalpult auch, ne? Dass du durch die Bänke, ja, aber bist du denn dadurch dann schneller? Ich glaube, dass das ist ja immer so eine Frage, eine ganz, ganz krasse Workflow. Ja, Frage. Stimmt, ja, so, klar. Das heißt, wenn du sagst, pass auf, mein Mix startet so, dass ich alle Fader in der DAW auf Null ziehe, also wirklich klassisch wie früher am Analogpult, einmal alles nach unten. Ja, so startet mein Mix auch, genau. So, ne? So starten die, aber glaube ich, die wenigsten heutzutage. Ich glaube, man muss natürlich auch da wieder so pauschal antworten, mag ich ja nicht so, aber wenn du jetzt einen Song produzierst, und du arbeitest ja, gut, da jetzt entsteht ein paar Wochen beim Machen. Genau. Ja. So, aber habe ich übrigens mit Kalli Reiner drüber gesprochen. Das ist der Mann an Nico Santos Seite. Ah, okay. Und mit Kalli habe ich dann gesprochen und habe ihn gefragt, wie er denn seinen Mix startet. Ob er auch so ein alle Fader, also wenn der Produktionsprozess abgeschlossen ist, alles aufgenommen, die Produktion, alles ist da, ob er dann nochmal alle Fader runter macht oder ob der Mix dann beim Machen passiert. B. Der entsteht beim Machen, hat er gesagt. Definitiv. Ich hatte mit diesem, habe ich ein paar Folgen schon mal erzählt, mit diesem Producer-Team gesprochen, die diese Spieltrailer-Musik gemacht haben. Ja. Auch da entsteht alles beim Machen. Das heißt, die Session ist im Prinzip weitgehend fertig, wenn der Song fertig ist. Klar. Ist auch meiner Meinung nach sinnvoller, weil warum? Also gibt ja viele Diskussionen von, es gibt auch einige, die sagen, pass auf, wenn ich hier mit VST-Instrumenten und so, das wird alles irgendwann gerendert als Audio und dann kommt das in eine neue Session und so. Aber warum sollte ich mir denn die Möglichkeit nehmen, heutzutage, klar, Rechenleistung ist vielleicht für den einen oder anderen noch ein kleines Thema, sein, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr, außer man macht jetzt Orchester mit 120 Vienna Library Spuren oder so, dann wird es vielleicht nicht viel. aber ich sag mal so in der normalen Produktion, wenn du vielleicht ein paar Keyboards oder Gitarren, synthetisch, Schlagzeug oder so, das wird ja normalerweise gehen. Warum sollte ich mir denn die Möglichkeit nehmen, im Mixing oder in diesem ganzen Produktionsprozess und dann eben auch im Mixing, wenn ich merke, die Snare, der Snare-Sound funktioniert nicht. So, wenn du jetzt als Mixing-Engineer eine Snare-Audiospur bekommst, kannst du immer noch sagen, okay, ich hol mal noch ein Sample. Drauf, so. Oder ich drehe halt den EQ einmal auf links, damit die Snare funktioniert. Ja. Oder welchen Tools oder auch immer. Ne? Ja. So. Aber wenn du ja gleichzeitig auch der Produzent bist, dann kannst du ja auch einfach, wenn du dann feststellst, okay, jetzt sind alle Signale da, die Snare funktioniert nicht, ich nehme mal ein anderes Sample. Genau. Warum sollte ich mir die Möglichkeit denn nachher im Mix nehmen? Ne? Kann ich verstehen. Also wenn ich nochmal auf den Premium-Bereich schaue, wo wir die Spuren des Monats haben, jeden Monat, das sind halt nackte Spuren. Ne? Ja. Und da fängt jeder Mix bei Null an. Ist das jetzt praxisfremd? Das meine ich ja, wenn ich jetzt...
wieder zurück zu dem Controller mit dem Workflow. Ja. Wenn du jetzt sagst, hier, misch meinen Song, hier sind 50 Spuren, ja. Ich lade die bei mir in die DAW rein, ordne die, hab mein Mix-Template, haben wir eben auch drüber gesprochen. anderes Thema. Ja. Nächste Mal. So, genau, hab mein Routing und weiß ich nicht, und dann mache ich alles runter. Und ja. Dann habe ich jetzt so einen Controller vor mir. Ne? Oder ich mache nicht die Spuren runter, sondern ich mache vielleicht, ich habe ja schon Gruppen erstellt, Busse erstellt. Ja, genau. Zieh die Busse ja, runter. Ja, so, ja, und dann ziehe ich erstmal den Schlagzeugbus hoch oder erstmal nur, um zu gucken, was ist denn überhaupt alles da? Ja, ja. So. Und dass man dann wirklich sagt, okay, ich ziehe den Schlagzeugbus jetzt auf null, alle Drumspuren runter und jetzt mache ich mal mein Drummix erstmal so. Ich glaube, dafür ist das schon mega gut. Also könnte ich mir. Also ich arbeite gut vorstellen. So tatsächlich. Ne? Also es ist ja wirklich, bei mir sind alle Spuren auf null, weil wenn ich jetzt nicht meine eigene Musik mache, wenn ich was geschickt bekomme oder wenn ich die Spuren des Monats mische oder so, das mache ich ja auch regelmäßig als Vorreiter quasi und zeige das ja auch, was ich da gemacht habe. Ja, quasi. Ich zeige halt, wie mein Mix entsteht. Ja. Ne? Mache ich dann später im Video. Oder ich mische live, wie ich das neulich gemacht habe. Aber dann fängt der Mix tatsächlich bei null an und dann fange ich an, Fader hochzuschieben. Und Reihenfolge ist dann genau so, ne? Drums, Bass, Gitarren, Keyboards, Vocals am Schluss bei mir. Aber da wäre klar, wenn du erstmal nur den nicht in die Beseitigung von Problemen einsteigst, sonst was, sondern erstmal nur so eine Grundbalance herstellst, ist natürlich so ein Fader-Ding irgendwie schon mega cool. Du schiebst einfach hoch, hast alles richtig geroutet. Ja. Ich weiß das noch von dem Controller, den ich hatte. Du konntest halt diese ganzen Drehknöpfe und so, du konntest das halt allem zuweisen dann, ne? Ja. So. Aber du musst ja jedes Mal merken, welcher Knopf das jetzt gerade ist. Genau, erstens das und zweitens mal, also wenn ich jetzt mit einem Fab-Filter irgendwie. Ja, auch das noch. Die sind doch Ahnung, sind doch darauf ausgelegt, mit der Maus zu bedient zu werden, der Fab-Filter. Also da würde ich ja nicht auf die Idee kommen, da jetzt irgendwie meine 8 EQ-Punkte mit keine Ahnung was, Mitte, Seite, links, rechts, Low-Cut, High-Cut, Flankensteilheit, Q-Faktor. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, dass diese Controller eben das, was du gerade sagtest, um wirklich erstmal all faders down und dann anzufangen, eine Balance zu machen. Ne? Oder dann vielleicht auch nachher in nächster Instanz in die Gruppen, die du ja dann auf so einem 8-Kanal-Ding, das ist ja das Schöne, das ist ja nicht wie beim Mischpult, dass dann, da sind die Fader, ist wirklich dann ein Monokanal und da kann ja alles sein. Da kann ja auch ein Hall sein, da kann ja auch der Return sein, der Send, kannst ja alles belegen, wie du lustig bist. Weil dass du dann halt die Gruppen hast, so ein bisschen wie ich das im Stem Mastering betrachten will, wenn ich jetzt Schlagzeug, Bass, Gitarre habe und sage, okay, wie du schon gesagt hast, mal Augen zumachen, Vocals, okay, wenn die in dem Bild runter sind, ist ja eigentlich cooler oder so. Ja. Ich glaube, dafür ist ein Controller cool. Wenn wir jetzt über so ein Icon Pro Audio... Ja, du greifst halt nicht wie bei der Maus plötzlich dazwischen, schiebst rum und es passiert nichts und du hast einen Fader in der Hand und kannst wirklich dich darauf konzentrieren, was du gerade hörst. Aber ich würde halt so ein bisschen, also ich würde bei diesen Hardware-Controllern in drei Bereiche unterscheiden. Einmal so dieses, wo wir jetzt drüber sprechen, diese Icon Pro-Dinger, also wie so ein Mischpult hast. Das ist ja auch, da gibt es ja auch von Presonus den Fader-Port. Ja, ja. Also es gibt ja diesen einzelnen, aber auch diesen 8 oder 16. Ja, ja. So, da hast du ja, meiner Meinung nach ist das etwas, da hast du eine Transportoberfläche dran, Play, Stop, Record, weiß ich nicht. Und die Fader. Und die Fader. Ja. So, das sind die, meiner Meinung nach, die Hauptdinger. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. So, diese Dinger zu belegen für jedes Plugin, bin ich der Meinung, okay, vielleicht noch Panorama, aber ansonsten wird... So sehe ich das. Vielleicht sieht das einer von unseren Hörern auch anders. Gerne mal eure Erfahrungen damit reinbringen. So, und dann gibt es den zweiten Punkt, den hast du auch schon genannt. Dieses SSL-Teil. Was dann so aussieht wie tatsächlich das Plugin. Die gibt es ja auch von TC Electronics, gibt es ja auch diese Nachbildung von diesen Mini-Hall-Geräten und so weiter. Und Limiter und so. Sowas. Also, die und sehen dann aus wie das ursprüngliche Gerät. Genau. Dann gibt es noch, sieht jetzt nicht aus wie das ursprüngliche Gerät, aber gibt es ja noch von Softube die Console. Genau. Ne? Und da habe ich ja eigentlich das größte Problem mit, weil dann oft gezeigt wird irgendwie, und dann kannst du damit noch dieses Plugin steuern und dieses Plugin, und wo du dann denkst, aber ich muss jedes Mal, muss ich raten, welcher Knopf das ist, da ist ja kein Display dahinter, weißt du? Aber worauf ich da jetzt hinaus wollte, bei dieser Kategorie, bei den ersten, bei dem SSL-Ding und TC Electronic ist klar, aber auch bei dem Softube-Ding bin ich der Meinung, da gibt es ja irgendwie, glaube ich, drei, vier verschiedene
Konsolen-Emulation dann, irgendwie SSL, wahrscheinlich SSLG und Neve, weiß ich nicht. SSL, Neve und was weiß ich. Ja, was auch immer. Ja. Heißt dann wahrscheinlich da ein bisschen anders. Ich glaube, Softtyp hat ja nicht die Lizenzen. Ne? Das heißt dann, glaube ich, einmal American. API gibt es meistens noch. Neve, SSL und API. Ja, aber Softtyp hat ja nicht wie Waves oder wie Universal Audio die Lizenzen. Das heißt, bei denen heißt es ja, glaube ich, nicht SSL, sondern dann heißt das irgendwie American British Style. Ja, genau. Egal. Da macht es halt total Sinn. Macht es halt total Sinn, weil du hast halt diese vorgefertigten Bereiche, ne? Du hast da den EQ, da ist der Kompressor, ja. Da ist das, ne? Dafür finde ich das total spannend, wenn man jetzt zum Beispiel auch dann wirklich sagt, okay, ich mische damit auch. Ich habe auf jedem Kanal dieses Plugin. Ja. Ja, das ist dann cool. Aber dann macht das mit dem SSL-Ding ja auch Sinn, weil dann hast macht du immer, die Sinn. Knöpfe sind immer die, wenn du klickst die Bassdrum an und weißt genau, wenn ich jetzt hier drehe, dann Bassdrum dann ist das funktioniert wie, ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Nur wie gesagt, wenn das dann so eine allgemeine Oberfläche ist. Nee, deswegen sage ich ja, also das ist ja die zweite Kategorie. Genau. Die finde ich, die erste Kategorie für den Einsatzzweck, über den wir jetzt gesprochen haben, generelle Balance, Start, Stopp, cool. Ja. Muss man halt wissen, habe ich dafür jetzt x 100 Euro und habe ich den Platz auf dem Tisch und oder nicht? Ja. Vor allem ehrlich, wenn ich mischen würde, wenn ich sagen würde, ich mache ganz nichts anderes außer mischen, nicht Mastering, dann würde ich hier die ganzen Geräte würde ich hier rausschmeißen und dann würde ich mir hier tatsächlich, ich würde mir so ein, weiß ich nicht, 8-Kanal und irgendwie noch Extension, gibt ja auch von Avid diese. Es gibt ja auch von Slate diese Raven, diese Touchscreens, die so. Leute, das ist doch nichts. Das ist doch wieder der mit dem schwarzen T-Shirt und so. Und den Muckis. Bin ich doch schon. Mit, ja, du bist doch der mit dem schwarzen T-Shirt und ja, den Muckis, die Muckis, genau. Sieht man hier, weil ich habe ja so, immer so große T-Shirts an. Also ich hätte da Bock drauf. Einfach so durch diese, dass man, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht jeden Tag immer 8 Stunden benutzen würde, aber die Möglichkeit zu haben. Ich habe das damals genossen. Man muss es sich ja lecker machen, genau. Ne, bei der Arbeit. Ja. Punkt 2, das mit diesen Konsolen, SSL, finde ich auch cool. Finde ich ein cooles Konzept. Die Idee einfach. Ist gut, ja, genau. Für den, der es mag. Da musst du dich halt aufpassen, Denglisch drauf committen. Festlegen. Genau. Ein Agreement mit dir selber machen. Ja, dich vereinbaren mit dir selbst. Dich absprechen mit dir, eine Vereinbarung mit dir selbst treffen, ja. Ich habe einen lebendigen Google-Übersetzer. da musst du halt sagen, okay, dann ich habe jetzt irgendwie diese Emulation SSLE oder weiß ich nicht, dann ist das halt jetzt auch mein Ding. Ja. So, wo einige jetzt wieder sagen, nee, da möchte ich mich ja nicht festlegen. Ja, aber immer drüber sprechen, dass früher alles so toll klang genau, und analog. Besser war, genau. Die haben auch nicht, keine Ahnung, in Nashville im Studio XY haben die auch nicht in einem Raum eine API, im anderen Raum eine Neve, wo die gesagt haben, so, heute machen wir Rock, da gehen wir mal auf die API, morgen haben wir eine Pop-Produktion, die machen wir auf der SSL und übermorgen haben wir Jazz, den machen wir auf der Neve, weil die klingt ja wärmer. Nee, so funktioniert das natürlich nicht. Oder? Das hat früher ähnlich, aber tatsächlich so funktioniert. Ich habe neulich ein Feature gesehen über Abbey Road, über die erste Konsole, die da stehen hatten, über die Beatles damals gemischt wurde. Ja. Und die hatte tatsächlich Stereo-Knöpfe, also links, Mitte, rechts, die aber für Pop-Produktion nicht benutzt wurden, sondern nur für Klassik benutzt wurden. Das heißt, es wurden zwar Stereo-Recordings gemacht und Stereo-Abmischungen auch gemacht damals im Abbey Road, damals ja noch EMI-Studio. EMI, ja. Aber der Links-Mitte-Rechts-Knopf, und der war auch gerastert, Links-Mitte-Rechts, ne? Dazwischen gab's nichts. Der war tatsächlich für Klassik, reserviert für Klassikaufnahmen, nicht für Pop. Pop war hatte gefälligst Mono zu sein. Okay. Super interessantes Feature von Ken Scott hat das verraten, einer der Mix-Engineers und Recording-Engineers von den Beatles. Sehr, sehr spannendes Teil auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Bedienoberflächen, da hat ja jeder auch seine eigene Philosophie. Ne? Der eine ist an der Konsole groß geworden, kann nicht anders arbeiten. Ja. Der andere arrangiert sich damit. Der dritte möchte einfach nur Knöpfe in der Hand haben, weil er sich damit besser wohlfühlt und so weiter. Ich ehrlich gesagt zum Beispiel suche ja seit langem, weil ich ja viel Videoschnitt auch mache, prinzipbedingt irgendwie, suche seit langem einen vernünftigen... Wie Sie sehen, prinzipbedingt. Ja, genau. Suche seit langem ein Tool, mit dem ich vorwärts, rückwärts spulen kann und mit dem ich Play und so weiter spielen kann. Also quasi so ein Transportgerät. Das gibt es für DaVinci Resolve. Das ist so eine Software, mit der du arbeiten kannst. Ich arbeite aber mit Final Cut und da funktioniert die nicht irgendwie. Und wir hatten ganz früher, habe ich mich noch dran erinnert, jetzt kommt wieder Papa jetzt hier vom Krieg. Da hatten wir, als wir angefangen haben, mit den ersten Sequencern zu arbeiten, hatten wir damals den Notator auf dem Atari. Mhm. Und beim Atari, da gab es so eine riesen Kiste, die war so groß, die war so
20 mal 10 Zentimeter und da war, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, da war eine Kugel drin, ein Trackball war das. Ja. Und die Kugel war so groß wie die 8 beim Billard. Ja, ja. So. Und die war auch genauso schwer. Das heißt, du hattest die ganze Zeit die 8 unter den Händen und der Mauszeiger machte auch genau das, was die 8 machte. Megateil. Und dann eben zwei Knöpfe, einen links und einen rechts. So, das war's. Oder gab's sogar nur einen Knopf, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und seitdem suche ich so ein Ding dazu, mit dem man halt ähnlich auch in so einer Videoproduktion mal eben schnell vor- und rückwärts springen kann und mal eben schnell einen Cut setzen kann, weil beim Videoschnitt ist auch passiert viel aus dem Bauch raus. Mhm. Muss viel sauber gemacht werden. Habe ich aber noch nicht gefunden. Wie gesagt, für DaVinci gibt's das, für Final Cut noch nicht. Da hätte ich gerne tatsächlich so einen Controller, der dann halt diese dedizierte Funktion hat, eben vorwärts, schnell rückwärts und schnell und dann so ein Feinrad, mit dem du dass du so ein Rad hast mit schnell vor, schnell zurück und in der Mitte hast du dann so ein Scrollrad, mit dem du bildmäßig, also Einzelbilder vorwärts und rückwärts feinjustieren kannst nochmal. Okay. Total spezial natürlich, aber das wäre tatsächlich für mich ein Ding, was meine Arbeit im Videoschnitt extrem beschleunigen würde. Und wird es bestimmt schon irgendwie geben, so Open-Source-mäßig irgendwie. Ich meine, letzten Endes sind es ja alles, ist es ja, also bei Audio wird ja dann bei Video in den Videosoftwaren auch sein, diese Oikon oder Ucon oder ja, wie auch Ucon immer das Controller. Heißt. Dieses Mapping, diese Sprache, die dahinter steckt. Und das ist ja auch die dritte Kategorie, was ich noch sagen wollte bei den Controllern, die es noch gibt, die komplett erstmal gar keine erkennbare Oberfläche bieten. Sondern einfach nur also Knöpfe kein haben. Fader oder ich sag jetzt mal, es gibt ja, also Beispiele dafür ist jetzt nicht ganz richtig, aber durchaus ja auch das Stream Deck. Das Stream Deck habe ich auch zu Hause, ne? Genau. Benutze ich zwar nicht für Logic oder für Studio One, aber für Video ganz wichtig für mich. Kannst du ja auch, da könntest du oder viele haben das, ich habe mich da schon mal ein bisschen beschäftigt, weil ich fand es mal interessant. Stream Deck super. Aber waren dann doch irgendwie dann doch irgendwie wieder verworfen. Ja. Du kannst ja auch Plugins da drauf packen. Damit mit dem Stream Deck könntest du ganz einfach, es gibt so eine Hilfssoftware, die heißt Companion. Ja, genau. Und mit dem Companion könntest du zum Beispiel deinen AB-Knopf von Matrix AB einfach auf einen Knopf legen. Bei mir sind es die, wenn ich livestreame oder wenn ich meine Aufnahmen mache, dann habe ich da die einzelnen Kamerapositionen zum Beispiel drauf, die ich machen kann. Damit kann ich auch in Videokonferenzen mal eben schnell die Kameras auf Bildschirm umschalten und so weiter und so fort. Das ist alles ein Klick. Das habe ich einmal eingerichtet. Letztendlich ist das wahrscheinlich das, was auch übrig bleibt. Ne? Du richtest dir deine Oberfläche einmal ein und dann arbeitest du halt damit, weil du dich dran gewöhnst. Und ich kann das Stream Deck mittlerweile blind bedienen. Also ich weiß, das sind 4x3 Knöpfe, glaube ich, mein also kleines. Vielleicht kannst du es ja mal erklären, für die das jetzt nicht kennen. Also Stream Deck ist im Prinzip ein Raster von 4x3 Knöpfen oder sind es 5x3, ich weiß nicht genau. Und dahinter ist quasi ein Bildschirm, sodass jeder Taster nochmal so ein eigenes Icon hat. So, das heißt, du kannst jeden Taster, das ist so ein durchsichtiger Taster, dahinter ist der Bildschirm und dahinter, da kannst du dann so ein kleines Icon hinterlegen und das hat dann entsprechend das Bild, was du hinterlegst, von der Funktion, die du haben möchtest. Und mit dieser Software, die du genannt hast, kannst du ja jede Funktion lernen, indem du absolut Play drückst sozusagen und dann machst du mit der Maus und Tastatur absolut alles. Absolut. Ne? Es gibt ganz viele Voreinstellungen schon. Mit dem Companion kannst du halt zuweisen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel für My Logic eine Oberfläche zusammen. Gibt es schon fertige Profile, die da fertig für hergelegt sind. Für Studio One natürlich. Ich benutze zum Beispiel meinen Atem-Switcher, meinen Video-Switcher zum Beispiel. Das ist ein ganz externes Gerät, der ist ganz woanders. Kann ich aber trotzdem über Companion, übers Netzwerk dann steuern. Das heißt, der steht irgendwo am Arsch der Heide bei mir im Studio und trotzdem kann ich über den Companion umschalten und so weiter. Ja, mach mal ein Beispiel. Ich sitze in meinem Studio und mache eine Aufnahme für meinen Kanal. Das heißt, ich sitze am Rechner, habe vor mir den Rechner, die Session ist offen und ich werde jetzt gleich erklären. Ich habe zwei Kameras, eine rechts, die ich bespreche, eine ganz rechts, die ich einzeln bespreche, wo ich dann quasi den Bildschirm habe und unten links bin ich eingeblendet. Das ist das Bekannte, wenn ich in der Praxis bin. Ne? Dann siehst du das Bild unten links. Ja. Also DAW und unten bist genau. du. Genau. Ja. So, das heißt, alle drei Positionen, Bildschirm, Kamera vorne, Kamera an der Seite, kann ich erstmal über einen Knopfdruck am Companion einschalten. Mein Videoswitcher switcht quasi hin und her, wie beim Fernsehen, ne? Bildwechsel. Ich kann verschiedene, habe ich mir fertig gemacht, das Bild mit dem Computer und dem Bild unten links direkt fest in der Sache ein. Ich habe einen Knopf für Aufnahme, der dann auch auf Rot umspringt.
wenn aufnimmt. Das heißt, wenn ich den Aufnahmeknopf drücke, ist das nicht irgendwie so ein, ich habe den Knopf gedrückt, dann muss ich erstmal gucken, nimmt er jetzt auf oder sonst was. Der springt um auf rot, dann weiß ich, Aufnahme läuft. Ich habe einen Knopf für Mikro an, aus zum Beispiel, wenn ich zwischendurch mal die Lautsprecher anhabe und ich möchte, dass der Ton über mein Mikrofon eingerichtet wird. Also Ton an, aus und so weiter und so fort. Also du kannst schon extrem viel machen. Ja. Und wie gesagt, das sind, gibt es in klein und in groß. Das XL hat deutlich mehr Knöpfe, ist vielleicht auch für DAW besser geeignet, kostet auch ein bisschen mehr, also deutlich mehr, 200 irgendwas Euro und so weiter. Stream Deck, das kleine, kostet etwas über 100 Euro. Aber alleine, wenn du so die 15 Standardpositionen oder die 12 Standardfunktionen drauflegst, ja, bist du damit tatsächlich um Längen schneller. Und du kannst natürlich auch Start und Stopp unter der DAW drauflegen. Du kannst Solo, Mute und so weiter und so fort. Kannst du alles einstellen. Ja. Und ganz viele Leute, die tatsächlich damit arbeiten, bei mir steht es immer auf dem Schreibtisch und ist immer parat. Ja, also man sieht es vielleicht, die unter euch, die das jetzt nicht kennen, schaut euch einfach mal, keine Ahnung, halt bei Instagram oder wo ihr auch immer unterwegs seid, schaut euch mal Bilder von Studios so an, ne? Ja. Also es ist echt erstaunlich, wie oft man dieses Teil mittlerweile, das Stream Deck sieht, ne? Mit verschiedenen Funktionen. Du kannst ja da auch, das hat zum Beispiel ein Kollege von mir, bei dem habe ich das mal angeguckt, in Duisburg, der auch Mastering-Engineer ist, der hat dann da wirklich seine 5-6 Plugins, den man als Mastering-Engineer hast jetzt, wir haben jetzt ja nicht so, klar, habe ich auch 5 Milliarden Plugins, aber ich sag mal, die Handvoll, die man halt immer so benutzt, ne? Oder, ja, oder die 5-6, die man halt immer so standardmäßig immer benutzt, da drauf und naja, gerade wir Mastering-Leute, wir sitzen ja auch viel einfach da und hören zu, ne? Wir müssen ja gar nicht so viele Sachen, sag jetzt mal, wie beim Mixing, so viele Task große Entscheidungen, sagen wir mal so. Na, ja, die Entscheidungen sind schon da. Ich meine, sind weitreichend. Nicht so viele. Ja. Ne? Du musst Bassdrums näher, aber wir haben so den Mix. Das heißt, viel hören und dann sagen, jetzt ist mir gerade das und das. Da brauche ich Saturation in den Hochmitten, um das irgendwie noch ein bisschen nach vorne zu bringen, aber vielleicht auch nur im Refrain oder so. Ja. Okay, Play, zack, Stream Deck, keine Ahnung, Saturation Plugin XY, ne, geht auf. Und du kannst anfangen, ne? Du drehst. Ja, das und du machst nicht praktisch. Jetzt bei Studio One wäre es ja dann das Plus-Symbol auf dem Channel Strip Plus, dann, keine Ahnung, Fab-Filter, Saturn, draufklicken, dann lädt das und dann kommt das. So, und das ist noch die schnelle Variante. Ja, ja, genau. Ne? Ich rede ja gleich mal kurz von Logic. Ja, oder reden wir mal davon, wenn man Jonas heißt und nicht 5, sondern 35 Millionen Plugins hat. Ich sehe das, wenn ich mir Videos von dir angucke. Ja. Ja, dann öffnen wir doch mal kurz das Plugin und dann machst du deine Plugin-Liste auf und dann musst du erstmal dreimal auf deinem 48 Zoll Bildschirm trotzdem noch dreimal scrollen. Ja, weil jeden Scheiß, den ich mal irgendwann installiert habe, noch drin habe. Dazu muss ich aber sagen, deswegen bin ich eigentlich gerne in Studio One unterwegs, weil du da eben auf Plus drückst und dann gibst du den Namen des Plugins ein. Ja, genau, das und ist musst schon nicht cool suchen. Gemacht, ja. Bei Logic ist es halt so, bei Logic musst du dich tatsächlich durchwühlen. Ja, ich sehe das immer, ja. Bis vor kurzem, weil ich habe jetzt ein Hilfsprogramm gefunden, das heißt Plug Search. Und das hat endlich diese Funktion zu Logic auch, wo ich nicht verstehe, warum Apple das nicht selber macht. Wobei, das gab es ja bei Studio One auch erst seit Version 4, dann glaube ich, 5. Ja, aber ist egal, es gibt es schon seit Jahren. Ja, Apple Logic gibt es ja schon 10 Jahre länger als Studio One. Da machen die viel richtig. Das war etwas Positives, was ich sagen wollte. Gibt es jetzt auch erst seit 1 oder 2 Versionen, aber das war ein sehr, sehr cooles Feature, dass man das total, kann man wahrscheinlich bei allen anderen DAWs wird das ja wahrscheinlich. Du bist doch jetzt hier Cubase-Fan. Ich bin Cubase-Besitzer, aber noch nicht Benutzer. Also ich habe es noch nicht angemacht. Aber wie gesagt, ich habe es bei Logic jetzt, ich habe das gesehen in dem Video und habe gesagt, probier's mal aus, Plug Search. Ja. Und es ist tatsächlich, ich gehe dann mit der Maus über einen freien Plug-in-Slot, drücke dann die Control-Taste, ist das in dem Fall, und dann geht sofort dieses Fenster auf, wie bei Studio One. Dann kann ich den Namen eingeben und dann sagt er mir, das sind die Plugins, die ähnlich heißen. Wenn ich Pro eingebe, kommt halt der Pro EQ käme jetzt der Pro EQ von Studio One, wenn es jetzt Studio One wäre. Und, und nicht Logic. Und der Pro Q und Pro sonst was irgendwie und so weiter. Aber okay. Ich kann EQ eingeben und alles, was EQ im Namen hat, wird dann vor und da kann ich einfach anklicken. Das hat meinen Workflow da um Längen schneller gemacht, definitiv.
Und das war ein großes. Ist ja vielleicht für alle Logic-User irgendwie interessant. Da PlugSearch, genau. Heißt das Plugin, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kostet ein paar Tacken, aber die Zeit, die du dadurch einsparst. Ist das denn dann ein Plugin? Was innerhalb es ist ein Hilfs-Plugin. Es ist eine richtige Software. Ja, es ist tatsächlich witzig, wenn du das siehst. Es ist eine Software, die läuft im Hintergrund. Yeah. Auch die ganze Zeit, auch wenn Logic nicht an ist, läuft im Hintergrund. Yeah. Und das Witzige ist, wenn du dann halt, ich drücke dann Control, dann geht diese Auswahlliste auf, ich gebe den Namen ein und so weiter, dann klicke ich auf den Namen doppelt drauf, weil ich dieses Plugin haben möchte. Und dann siehst du, wie von Geisterhand plötzlich jemand sich durch deine Plugin-Liste wühlt, so, in diesen Ordner rein, wo dieses Plugin drin ist und das dann startet. Das ist ziemlich lustig. Also es sieht sehr lustig aus. Aber jetzt solltest du darüber mal ein Video machen. Über PlugSearch? Ja. Ja, könnte ich machen, aber habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, vielleicht. Ich plane ein Video. Deswegen sitzen wir ja zusammen. Fünf Dinge, die man bei Logic machen kann, kann ich ja demnächst mal machen. Irgendwie. Fünf Hilfsmittel, fünf unverzichtbare Hilfsmittel bei Logic. Zum Beispiel Nummer 1, Logic deinstallieren und eine andere DAW kaufen. Sagt der eine, der andere sagt nie wieder was anderes. Ja, keine Ahnung. Es ist ja total Geschmackssache. Ey, vielleicht muss ich mir auch mal irgendwann Logic kaufen. Ich hab ja ein MacBook. Ey, 199 Euro und nie wieder eine Zusatzausgabe. Also wir haben ja letztes Mal... Ja, ich werde damit ja nicht arbeiten. Ich will es ja nur besitzen. Ja, zum Mastering, keine Ahnung. Ich bin halt nicht nur Fanboy, ich bin halt langjähriger Nutzer. Und das ist wie wenn du immer BMW gefahren bist, fährst du weiter BMW. So, vielleicht kann man es so vergleichen oder VW oder sonst was irgendwie. Will ich auch gar nicht zur Debatte stellen. Genau. Aber naja, ist da ein nettes Konzept. Ich kenne viele, die... Also, super viele Leute, die mit Logic arbeiten, irgendwie. Aber ich kenne auch ganz viele, die immer viel über Logic schimpfen, wenn ich ehrlich bin. Ehrlich gesagt, ja, hin und wieder. Also ich habe jetzt neulich habe ich das Problem gehabt, tatsächlich, dass bei Logic, es fing irgendwann an zu knacksen. Je größer die Session wurde, irgendwann fing es an zu knacksen. Mhm. An meinem Rechner kann es nicht liegen. Buffer Size war auf 1024, 64-Bit-Verarbeitung eingestellt und ich habe es dann... Gefühlt passierte es, wenn ich ein oder zwei bestimmte Plugins reingeladen habe und wenn ich die wieder rausgeladen habe. Das hat mich extrem abgefuckt. Deswegen habe ich dann die nächsten Mixe danach. Habe ich dann in Studio One gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte, dass wenn ich die Session komplett fertig habe, dass es dann plötzlich anfängt zu knacksen. Nee, und mich das ganz also, nee, auf keinen Fall. Davon habe ich super viele, also ich kenne viele, kurz sortiert, viele, die genau sowas immer wieder sagen oder die mir Mixe schicken. Ich sage, boah, da sind so viele Knackser drin. Ja, ja, die höre ich hier nicht bei mir beim Exportieren. Also die höre ich nicht. Ja. Also die hören die schon in der Audiodatei, die sie ausgespielt haben, aber nicht beim Ausspielen. Exportieren, ja. Oder beim Abspielen einfach. Und das sind dann alles Logic-User? Nein, das ist doch wahrscheinlich durch die Bank. Nee, das ist ganz, ganz, also ich habe, naja gut, das sind so zwei, drei Leute, bei denen das immer wieder auftaucht und das sind immer Logic-User, also die drei sind Logic-User. Und dann spielen sie es halt noch 10-mal aus und beim 11. Mal ist es weg. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal tatsächlich gehabt und dann am Anfang suchst du ja erstmal irgendwie Buffer Size, Verarbeitung, ist der Rechner ausgelastet? Beim Apple ist es manchmal so, wenn der im Hintergrund indiziert den kompletten Datenbestand, du hast eine Spotlight-Suche im Apple drin, da kannst du einfach ein Wort eingeben und der sucht dir alles raus von Mails über Textdateien, die dieses Wort enthalten, bis zu Programmen und so weiter. Ist eigentlich super, braucht aber hin und wieder mal ein bisschen Rechenpower einfach so. Das kann nervig sein, aber ich habe so ein Plugin, was mir die Rechnerauslastung anzeigt, also im Prinzip kein Ding. Aber das war's nicht. Ne? Und alles eine Software. Und die Knackser sind dann halt, du bist ja dann auch sofort Gewehr bei Fuß, wenn du einen Knackser hörst. Du vermutest es erstmal in der Audiodatei, weil vom Rechner kannst du ja nicht kommen. In der Audiodatei ist es nicht, wenn du reingezoomt bist, also muss es doch vom Rechner kommen. Ist es ein Plugin oder ist es kein Plugin? Welches Plugin ist es? Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Hast du eigentlich auch ein Plugin dafür, um dir das passende Plugin rauszusuchen? Na, habe ich, aber ich habe auch ein Plugin, mit dem ich Knackser rausrechnen kann. Also im Zweifel könnte ich es nochmal eben durch D-Click durchlaufen lassen. Und da habe ich übrigens neulich dann tatsächlich bei einem Coaching jemandem, der Sprachaufnahmen gemacht hat, empfohlen, dass er sich das Isotope AX Elements kauft. Ja, bitte jetzt zuhören. Wichtig. Mundgeräusche. Mhm. Und das Mouth-D-Click, was wir hier auf unseren Stimmen drauf haben, ist ja erst im Standardpaket drin für 200-300 Euro. Ja. Und ich hatte dann aber testweise mal das D-Click ausprobiert, was im Elements drin ist. Und die Elements sind gerade im Angebot, Achtung, aufgepasst, jetzt kannst du wirklich Geld sparen, 29 Euro bei Thomann, die Elements. Und da ist D-Click, also D-Clip ist da drin, wenn du eine übersteuerte Aufnahme hast, die du reparieren möchtest. D-Click ist da drin.
die Reverb, wenn du eine zu raumige Aufnahme drin hast. Das ist auch da drin. Und noch ein viertes, was ich jetzt nicht weiß. Und der RX Editor natürlich. Die Crackle, ne? Ist da, glaube ich, da nochmal drin. Ja, ne? Kann auch sein. Auf jeden Fall mit D-Click kannst du ähnlich gut wie Maus die Klick auch schon Schmatzgeräusche aus dem Mund rauskriegen, was für Sprache extrem ist. Kurz einzuhaken an der Stelle, diese Tools sind grandios und wir reden ja immer darüber, gerade über dieses Mal auf die Klick, ewig haben wir das gesagt. Wir kreisen und auch um die, uns. Ja, nee, aber es ist auch einfach geniales Tool. Ne? Es ist einfach ein Werkzeug, was nahezu unhörbar arbeitet. Ja, genau, und die Klick auch nur, jetzt hast du gesagt, nahezu. Ja. Man muss halt super aufpassen, je nachdem, was für, zum Beispiel jetzt, gut, bei Sprache ist es vielleicht nicht so erheblich, aber wenn wir jetzt auf Gesang gehen, ja. Und das sind halt, finde ich, keine Tools, die man so pauschal mal eben draufschmeißt und fertig. Nee. Weil ich hatte das vor kurzem, hat mir jemand einen Mix geschickt zum Mastern und es war deutschsprachig. Mhm. Und der Vocal-Sound und auch der Stimmen-Sound war relativ eckig. Ja, also schon sehr hart oder auch stark betonte Konsonanten und sowas. Und da waren aber halt auch super viele Knackser und Mundgeräusche und sowas drin. Und da habe ich halt gefragt, ich sage, du, pass auf, das war ein Stereo-Mastering, kein Stem-Mastering. Wie sieht das aus? Hast du ein Tool, kannst du da rangehen? Ja, weil ja. Schneiden brauchst du ja nicht anfangen. Nein, bei Knacksern. Machst du dich ja durch. Ja, habe ich, das war jetzt nicht Isotope, aber auch so eine Restaurationssoftware habe ich, kann ich wohl mit rangehen. Mhm. So, und dann hat er mir halt den neuen Mix geschickt, waren noch so ein paar andere Anmerkungen, die ich gemacht hatte. Und ich habe so durchgehört, hab gedacht, wow, okay, also da schmatzt wirklich nichts mehr besser. Oder so. Mhm. Ne? Gut, die Vocals sind auch deutlich weicher geworden, dadurch hat man halt gemerkt. Ja. Ne? Also tk und sowas. Ne? Fand ich jetzt nicht schlimm, habe ich halt gedacht, gut, wird ja in seinem Sinne sein. In seiner Intention gewesen sein. Ne? Und master halt den Song, schickt den raus und das war mittlerweile, habe ich schon ganz oft mit dem oder einige Songs mit ihm zusammen gemacht oder von ihm gemacht. Mhm. Das war der erste damals. Ja. Und ich schicke das Master raus und höre irgendwie ein paar Tage nichts. Ne? Und dann kriege ich irgendwie so eine ganz komische WhatsApp- oder WhatsApp-Sprachnachricht, ne? Wo gar nicht, da stand nicht drin, finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern nur irgendwie so und so, hast du da noch was, also da fehlen irgendwie Sachen in den Buch. Ich so, hä, was ist denn jetzt los, ne? Ja. Hatte schon irgendwie Schiss. Ich weiß nicht. Hatte schon irgendwie Schiss und habe halt so den Mix durchgehört. Dann haben wir auch direkt irgendwie, nachdem ich das dann gelesen hatte und Zeit hatte, ein paar Minuten später mit direkt telefoniert und dann sagte, ey, tut mir total leid. Aber er hat halt einfach pauschal die Klicker oder was auch immer er da hatte, draufgeschmissen, hat halt so ein bisschen gehört. Und ihm ist aber nicht aufgefallen, dass das halt an einigen Stellen nicht nur harte Momente oder Konsonanten weicher gemacht hat, sondern sie halt auch ganz teilweise komplett weggenommen hat. Ja. Ne? Und da gab es dann halt so eine ganz ruhige Stelle in der Bridge, wo nur irgendwie so ein Klavier oder so und die Vocals waren und da waren halt auch plötzlich die kompletten Konsonanten halt wirklich weg. Scheiße. Ich habe das noch so gehört und dachte so, okay. Kann man machen. Künstlerische schon, Freiheit und ja, so. Ja, also manche Konsonanten sind ja sehr, sehr wichtig und manchmal ist es ja bei ganz viel Popmusik, dass sie schon fast verschwunden sind. Ja. Ne? Okay. Die Engländer sprechen sie ja teilweise gar nicht mehr. Sie deswegen. Sprechen sie hinten im Hals, irgendwie so ein gutturales Teil irgendwie. Ja. So. Also so ein K wird dann... Und er sagt, ey, tut mir total leid, ich muss dann... Ich sag, dann geh da bitte nochmal ran und mach das halt wirklich, hör, was du tust, nicht? Ja. Schmeiß das mal drauf und schau mal, hat ja die ersten 5 Sekunden oder 5 Worte funktioniert. Deswegen muss man da aufpassen. Aber das ist echt ein Pro-Tipp. Ein absoluter genialer Tipp mit diesem Elements halt, ne? Für 29 Euro. Und wenn machst man dann wirklich verkehrt, merkt... Definitiv, ne? Und wenn, also es funktioniert, wenn es wirklich funktioniert, die Klick... total genial. Und du hast halt, wenn du, selbst wenn du Elements kaufst, kriegst du schon die nächste Version um, weiß ich nicht, wie viel Prozent günstiger. Ja, vor allem für 29 Euro. Ne? Also ich muss dazu sagen, Maus D-Click ist deutlich subtiler. Mhm. Maus D-Click ist tatsächlich mehr oder weniger draufschmeißen, vergessen. Set and forget. So. Funktioniert sehr gut. Ja, das stimmt schon. Und D-Click, was im Elements drin ist, braucht Feintuning und musst du wirklich hören, was passiert. Oder man kann es ja dann auch wirklich selektiv. Ja, oder selektiv mal anmachen, wenn es wirklich eine Stelle gibt, wo es nervt oder sonst was. Oder halt wirklich die Vocals nochmal rausnehmen. Ist auf jeden Fall schneller als schneiden und vor allem subtiler als schneiden. Ja. So,
Ja, dieses ja, subtile, ne? Zum Beispiel, es gibt ja auch Deep Breath, wir haben ja schon 100 Mal drüber gesprochen, Deep Breath zum Beispiel, würde ich mir wünschen, dass das genauso subtil arbeitet wie Maus, die klickt. Deep Breath sorgt dafür, dass Atemgeräusche, also vor allem, wenn ich lange Strecken rede, dann hole ich halt mal tiefer Luft, das hörst du dann direkt und so, ne? Dass das dann weggerechnet wird. Aber das funktioniert halt bei weitem nicht so subtil, so dass ich dann ganz oft, vor allem im Videoschnitt, dann nochmal atme, wirklich gezielt freischneide und leiser ziehe, wenn die zu laut sind einfach, weil die Breath, die man wieder nicht erwischt hat, mit dem Ergebnis, dass ich das mittlerweile so subtil eingestellt habe, dass es fast gar nicht mehr arbeitet. Das nervt so ein bisschen. Ah, ich habe das noch nie benutzt. Ja. Doch, ich habe es, glaube ich, bei Hörbüchern habe ich es mal tatsächlich benutzt. Die Breath schon, muss schon sehr, sehr gut gelevelte Vocals haben oder halt möglichst undynamisch. Signal, genau. Ja, genau. Und dann, dann macht er so, wenn du den dann einstellst, wenn du dann wirklich so ganz extreme Atmer hast, sag ich mal, dann macht er ja schon ein bisschen was, aber unterm Strich ja, ist mit Sicherheit da noch Potenzial vorhanden. Eine Sache noch zu den Controllern noch, ja, ne? Genau. Was ja, finde ich, auch ein Vorteil sein kann, ist einfach, dass du dich damit auch eben so ein bisschen reduzierst. Reduce to the max, wie man so schön sagt, dieses Paradoxon. Ja, du kannst ja trotzdem, sag jetzt mal, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal dieses SSL-Teil, ohne dafür jetzt Werbung zu machen, und du sagst wirklich, okay, konsequent, ich hau jetzt auf jede, oder hier Softube-Konsole, ich hau jetzt wirklich auf jede Spur, hau ich das Ding drauf. Dieses, ich mische jetzt nur noch damit, würde ich gar nicht machen. Wenn ich Bock habe, auf dem gleichen Kanal einen LA2A zu haben oder einen Pfeffilter, mach halt. Ja. Aber erstmal zu sagen, wie weit für sich selber, was kann ich denn machen? Ich habe hier ein 4-Band-EQ beim SSL, ich habe einen Kompressor. Da ist, glaube ich, dann noch jetzt bei dem Softube ist noch irgendwie so ein Saturation-Ding auch mit, sogar auch noch mit, irgendwie so ein Drive, wo diese Konsolensättigung dann drin ist und so. Wie weit komme ich damit? Einfach nur mal so, und dann kann man immer noch sagen, ich schmeiß alles drauf, was ich habe, kann ich alles machen. Vielleicht, es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Kacke, dem einen oder anderen, gerade im noch nicht so erfahrenen Bereich, im Mixing-Bereich, wird es aber vielleicht helfen, weil es erstmal dieses, oh je, nehme ich jetzt den EQ oder den Kompressor oder den, vielleicht hilft es erstmal so ein bisschen. Da fällt mir aber ein Problemchen ein, was ich da in dem Zuge vielleicht nochmal erwähnen darf oder möchte. Die meisten Leute mischen unter Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, sie sind an ihrem eigenen Zeug dran und mischen das. Die wenigsten machen sich die Mühe zu sagen, so, heute Abend setze ich mich mal hin, ich mache mal einen Mix nur mit SSL, also üben. Ne? Man sagt ja oft, wer übt, hat Angst oder sonst was irgendwie, aber üben hilft ja vermeintlich. Ne? Also man hat gehört, dass Leute, die was geübt haben, das besser können als vorher. Ne? So. Ich meine, also, wer übt, fällt seinen Kollegen in den Rücken, genau. Das ist gleich das Schlusswort. So. Aber das wäre ein gutes Schlusswort gewesen. Ah. Ja. Aber um das nochmal drauf zu machen, sich die Mühe zu machen, mal nicht unter Wettbewerbsbedingungen zu mischen, sondern eben einfach mal zu üben und zu sagen, sich selbst zu reduzieren, so wie du es gerade gesagt hast, so, diesen Mix mache ich jetzt mal nur ausschließlich und dann bei den Spuren des Monats zum Beispiel haben wir Tracks, die haben nur 20 Spuren irgendwie, dann nimmst du den Song mit 10 oder 20 Spuren und sagst so, heute Abend irgendwie, ich habe 3 Stunden Zeit irgendwie von 8 bis 11, sagen wir mal, und setz mich jetzt einfach mal hin, meine eigene Limitierung ist nur SSL-Plugin. So, bitteschön. Und dann einfach mal zu sagen, so, mal gucken, wo ich da rauskomme. Die meisten Leute arbeiten dann an ihrem eigenen Material, eben unter Wettbewerbsbedingungen und nehmen sich nicht die Zeit. Und ich finde, dass man das durchaus investieren muss. So wie du beim Golf deinen Schlag optimieren musst irgendwie und dafür sorgen musst, dass der möglichst konstant kommt. Oder beim Tennis wahlweise den Schläger oder wie auch immer, keine Ahnung. Ne? Golf oder beim Rudern die richtige Frequenz immer zu finden. Aber einfach mal zu üben und eben nicht zu sagen, das ist dann verschenkte Zeit. Nein, es ist gut investierte Zeit. Aber das kann man ja auch unter Wettbewerbsbedingungen machen. Also finde ich schon. Ja, aber dann willst du ja, dass hinten was Fertiges rauskommt. Ja. Und beim Üben ist es halt so, du bist ergebnisoffen. Es ist also egal, was hinten rauskommt. Ja, ne? Gebe ich dir schon recht. Der Druck ist weg. Gebe ich dir schon recht. Mir ging es jetzt nur darum, um zu sagen, vielleicht könnte es dem einen oder anderen helfen, sich einfach ein bisschen mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne halt immer diese Plugin-Liste aufklappen zu haben. Und die bei Welt jeder Entscheidung. Tausend Optionen genau. Oder Millionen Optionen. Und also das jetzt für diese Softube, SSL, irgendwas Dinger. Ich glaube, dieses Stream Deck oder dieses habe ich dir im Vorlauf, habe ich dir erzählt von diesem The Knob. Ja, diesem einen Knopf, wo man drücken und drehen kann, den man komplett zuweisen kann. Das ist was für Leute, die genau wissen, was sie wollen und die genau wissen, was sie suchen.
Das, ja. das macht keinen Sinn, wenn, Special wenn du... Special Interest. Quasi, ja, also ja. da musst du schon genau wissen, das und das erspart mir am Tag 28 Sekunden und auf, in der Woche erspart es mir dann halt, keine Ahnung, ja, 4 Minuten. Das so. Summiert sich so. Ne? Und aufs Jahr gesehen, genau. bist dann schon bei einem Tag. So, und dieses, das mit den Fadern, muss ich ganz ehrlich sagen, entweder ist das zu 100% dein Workflow, du brauchst das, um schöne Bilder für Instagram zu machen. Oder du lässt dich da halt drauf ein, dass es dein Workflow wird, weil du es gerne als dein Workflow hättest. Da ist der Stichwort, ja? das Stichwort. Du lässt dich darauf ein, das heißt, du nimmst am Anfang Einschränkungen, langsameres oder auch Suchen in Kauf. Ja. Mit dem Ergebnis, ein Freund von mir hat das mal gesagt, irgendwie, man muss sich die Mühe machen, die Säge zwischendurch mal zu schärfen. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Säge zu schärfen, dann sägt man hinterher schneller. Wenn man sich die Zeit nimmt, sägt man zwar auch, aber sehr langsam. Und das vielleicht. Aber was mir gut gefallen hat jetzt heute in dieser Ausgabe, war tatsächlich, dass wir so eine Art Schwerpunktthema gehabt haben. Und vielleicht sollten wir das jetzt einfach mal häufiger machen, dass wir für den nächsten Podcast jetzt quasi ein Schwerpunktthema ausrufen. Mhm. Vielleicht ja als Vorschlag, können die Leute ja mal entweder Vorschläge für verschiedene Schwerpunktthemen unter das Video oder in die Kommentare reinschreiben. Ja, ja. Oder aber wir schlagen einen vor. Du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, Stem Mastering wäre zum Beispiel ein Ding. Vielleicht können wir ja mal beim nächsten Mal sprechen wir einfach mal über Stem Mastering, was sehr das gerne. Eigentlich ist, wie man die Stems aus der DAW rausbekommt, was du da machen kannst, wie tief du da einsteigst oder wie wenig und so weiter, dass wir Schwerpunktthema Stem Mastering haben. Und ich glaube, Fragen gerne dann runter genau, schon mal. Genau, Fragen ja, schon also mal zum Stem Mastering unten in die Kommentare rein. Und ansonsten Vorschläge für den nächsten Schwerpunkt auch gut, weil da haben wir einen schönen Rahmen, über den wir reden können. Können natürlich auch weiterhin über Kaffee und Quarkbällchen quatschen, aber finde ich gar nicht schlecht. Wir haben nicht einmal über Gin gesprochen. Ah, verdammt nochmal, das machen wir dann nächstes Mal wieder. Aber ich würde sagen, damit, wie sagt der Engländer so schön, this wraps it up. Also wir beenden diese Folge mal mit einem kleinen Ausblick, wie gesagt, auf die nächste Folge, die ja dann exklusiv beim Recording-Blog nur noch erscheint im YouTube-Kanal und natürlich bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, sag was Music und wie sie alle heißen, die Podcast-Plattformen. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei dir, dass ich hier da sein durfte. Ich freue mich noch auf einen weiteren Kaffee von Frau Meier. Frau Meiers Mischung. Ja. Und schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn unser Kollege Björn Schlüter sagt: Für das geile Recording-Blog-Wochenende gibt es nur noch einen freien Platz im August. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bei diesem jungen, gut aussehenden Herrn neben mir. Macht's gut. Super Schlusswort. Und immer dran denken, wer übt. Kann nix. Ah, schön. So. Jetzt trinke ich das Wasser nur aus. Und dann trage ich es gut weg. Schön.